Jo, rechts daneben hast du halt deine Movements, da kannst du deine aktuellen Flottenbewegungen halt einsehen und auch teilweise die deiner Mitspieler, wenn sie irgendwie in der Nähe von dir rumfliegen. Ich muss sagen, ich war beim ersten Mal relativ erschrocken, weil da waren dann irgendwie, also hier sind jetzt auch schon wieder drei Leute dabei, die ich nicht kenne, die mit einer roten Linie fliegen, wo es heißt, weiß nicht, die sind ETA 22 Minuten entfernt, aber wovon? Von Da mir. steht das halt nicht. Und ich dachte im ersten Moment, Moment, greifen die mich jetzt schon an? Ich hab doch noch nichts oder so. Man hat selbst, wenn man das Sensor mal zumacht, man hat selbst eine, ich nenne es mal Welpenschonfrist. Nämlich, wenn man auf der ganz normalen Karte ist, ist halt so ein Schild mit roter Zahl. 6 Tage, 22 Stunden, 56 Minuten sind noch übrig. So lange kannst du selbst nicht angegriffen werden und kannst halt auch keine anderen Leute angreifen. Ja. Das gilt sowohl in eine Richtung als auch in die andere. So, dann haben wir noch die Politiken. Da kannst halt auch nochmal irgendwie was machen, aber bei mir lädt sich das immer nur ein Wolf, wenn ich auf diese Pluszeichen klicke. Da habe ich noch nicht kapiert, was da passiert. Da steht halt Select Badge. Ja. Ich weiß nicht, passiert bei dir was? Bei mir Nee. dreht sich rechts halt Nee. im Pferd einfach nur so eine Sanduhr. Und that's all. Nee. Da ist nie mehr passiert. Keine Ahnung, was man da Show ändern all. sollte. Ah, bei Show all passiert was? Auf der linken Seite hast du Show All, so ein Button. Ah. Da öffnet sich zumindest was. Es steht bei meistens aber Coming Soon. Ah, okay, es Oder ist auch Earned alles mit so by einem. So einem Sch Beta-Test. Also offensichtlich erst Dinge, die man, wenn man an der Beta teilnimmt, freischaltet. Also Sachen Coming zum soon, Freischalten, coming sowas wie soon. Achievement, dass man wo teilgenommen hat oder irgendwelche Sachen erreicht hat. Ah, okay. Und dann kannst du die Symbole so anheften, wie so Kannst du es Auszeichnung halt bei, anzeigen, genau, wie ja. so Titel Genau. bei Ja. STO zum Beispiel, wo ihr dann auch für jede abgeschlossene Mission oder PvE und so weiter gibt es ja auch so Titel, die man sich anheften kann. So wird das sein. Ja. Man kann dann jemand zum Beispiel sehen, ah, okay, das ist schon ein erfahrener Spieler, der hat schon so und so viele Den greife ich lieber Titel nicht an. erreicht und so weiter, genau. Okay, hätten Oder wir den das auch greife ich mal. extra deswegen an. Deswegen fällt das auch unter meinem Profil. Ah, okay. Ja, nur wieder was zugelernt. Ist ganz praktisch, dass wir uns das gemeinsam anschauen. So kommen wir Ja, nochmal auf wir mehr Sachen. ergänzen uns gegenseitig so ein bisschen. Wie überall. So, ja, aber Allianz, wie gesagt, ich kann hier null klicken. Ich kann hier zwar Message of the Day eintippen, so ein bisschen wie bei Timelines. Seid bitte aktiv oder macht sonst irgendwas, aber ich sehe noch nicht mal, dass Valvo Mitglied in dieser Flotte ist. Das Geil. steht hier nirgendwo. Bei Members steht 2 von 15, ich selbst stehe da noch nicht mal drin. Ich stehe nur als Ich habe noch Leader auf den der Leader rechten Seite. Anaholic, ja, mit dem Message of the Day, das sehe ich. Few Alliance, da sehe ich zumindest, dass du Leader bist. Kann dir was schreiben, aber wird wohl noch nicht wirklich aufgebaut sein. Siehst du jetzt was bei Message of the Day? Ja. Gib mir So. Mühe, dass ich nicht krank werde. Mit Es meinem Covid-19, mit dem ich da rumfliege. ist ja tatsächlich ein bisschen erschreckend, finde ich mittlerweile, dass du, also zumindest in meinem beruflichen Alltag, in sehr vielen E-Mails, sogar E-Mails, die man mal vom Zoll kriegt, eine so persönliche Subsignatur dann neben diesen, also es gibt ja immer so automatisch von deiner Firma hinzugefügte Signaturen mit beste Grüße und darunter kommt dann Firmenlogo, Name, Telefonnummer und sowas alles. Und viele schreiben darüber manuell, wir wünschen alles Gute, bleiben Sie gesund, halten Sie durch und solche, wie so Durchhalteparolen liest sich das teilweise so echt so. Wir schlagen den Feind zurück, halte durch, keine Panik. So. Das ist ja gut. Alles gut. Es ist nur eine Grippe, Ja. nicht komplett eskalieren. Ja. Ja, wenn man sich so manche so Videos von anderen Politikern, so Frankreich und Spanien anguckt, Ah, komm, Themawechsel. die behandeln das Ganze ja wie ein Kriegsfaktor mittlerweile, keine Ahnung. So, ja, bei Allianzen kann man halt offensichtlich alle nahe um sich herumliegenden Allianzen, ne, wobei ich sehe auch die von anderen Sektoren. Die Trade Federation gibt's und Fallen Stars und
Not even playing und not even sleeping gibt's auch. Alien Swarm, okay, not even trying. Ob die alle zusammengehören, man weiß es nicht. Not even gang. Okay. So, und Empires, ich weiß jetzt nicht genau, ob man selbst ein Imperium für sich darstellt oder ob Imperium eine größere Variante später auf der Allianz ist. Da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen. Naja, und ich sehe dann komischerweise dich jetzt hier. Du bist hier angewählt. Wahrscheinlich, weil ich dich mal angeschrieben habe. Als Landratte im Sagitta-Sektor. Mhm. Jo. Dann haben wir als nächstes den Tags, also die Aufgaben, wo im Prinzip eigentlich primär man sich die ganzen ja, Achievements abholt, die man erledigt hat. Hier bei NPC zum Beispiel Defeat the Marauder Camp NPC und keine Ahnung, bau ein leichtes Schiff, also in dem Fall mein Scout-Schiff. Bei Imperium Aufgabe, bau eine Raffinerie, haben wir erfüllt. Und dann kriege ich noch 5 weitere Karten für ändere den Modus, kriege eine Scout-Flotte, mache einen Raid auf eine Station, lasse eine Probe beim Scan ab und rüste eine Karte für die Station aus. Dafür gibt es 3 weitere Karten. Also man wird hier mit Karten regelrecht zugeschissen. Und Karten machen meiner Meinung nach auch locker 50% vom Gameplay aus. Weil du brauchst sie beim Schiffsbau, beim Stationsbau, beim passiven Hintergrund, beim aktiven, bei Operationsgeschichten, in den Flotten und so weiter. Überall brauchst du diese Karten. Und im Zweifel halt auch bei deinen Politiken. Und Alter, ist da die Zombie-Apokalypse losgebrochen? Ich guck gerade bei General in den Achievements, da gibt's ja Tutorial General Empire. Ja. Und da gibt's Discover a Solar Fleet und das sieht aus wie so ein Zombie. Das Bild. Solar Flare steht da, nicht Fleet, aber Solar Flare, genau. Ah, ich glaube, da ist auch schon Walking Dead. Das sieht wirklich aus wie Walking Dead, ne? Fliegcharakter, 24 Stunden Dauer hast du den dann. Okay. Was muss man denn machen? Have more than one Scan-Reichweite on a Sun. Stärke. Scan-Stärke. Also Stärke. On a Sun to detect when it has a solar flare event. Achso, so ein Sonnensturm? Solar Flare? Ja, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Könnte sein. Also wie gesagt, das Spiel hat schon eine gewisse Tiefe. Es ist jetzt nicht so, dass es ganz einfach und billig und ganz wenig ist. Es hat schon seine Tiefe, aber die ist teilweise so verworren, finde ich, dass es sich für richtiges so Community-Play und gerade auch Let's Play vielleicht nicht so gut anbietet im ersten Moment. Es übermittelt diese Stärke halt nicht. Ja. So. Eine Stunde haben wir übrigens schon auf der Uhr. Ja, wir sind auch ziemlich vor am Ende. Also ich würde jetzt diesen Reiter hier noch durchgehen, weil die restlichen sind eher uninteressant. Wir haben hier, wie gesagt, die Achievements, die Daily Challenges, wo man verschiedene Sachen, zum Beispiel baue einen Außenposten oder erfülle 2 Missionen oder mache einen Raid auf eine Station. Dann, den habe ich zum Beispiel erfüllt, da kann ich jetzt Claim a Reward machen. Dann gibt's meistens dann öffnet Kiste. Sich so eine geile Kiste, da glaubt man hier schon, boah, jetzt ist man hier voll beim Pack-Opening. Ich habe geclaimed, aber mir passiert gerade gar nichts. Mir auch nicht. Okay. Aber ich habe in der früheren Version hat sich wirklich die Kiste geöffnet. Ja. Das war auch eine ziemlich lange Animation, finde ich. Ja. Da hast du geklickt und dann. Hat man sich gedacht, boah, richtig episch jetzt. Und dann so. Ja, geil. Du hast 1000 Metall bekommen. Yay! ja, bei Events. Bisschen wie bei Star Trek Fleet Command. Das hast du ja kurz angesprochen vorher. Mhm. Habe ich auch auf meinem Kanal hier gezeigt. Da war das auch ähnlich unspektakulär. Ja, du holst halt ständig. Also bei Fleet Command bist du. Kriegst alle 10 Minuten kriegst du deine Kiste in den Arsch geworfen. Das ist grauenvoll. Also du hast eine 10-Minuten-Kiste, eine Stundenkiste und eine 10-Minuten-Kiste, eine 4-Stunden-Kiste und eine 24-Stunden-Kiste. Ja, ich meine aber ganz praktisch, dass man belohnt wird. Ich sag nur, was dann drinnen ist, ist manchmal so, okay. Toll. Aktuell spiele ich ja tatsächlich dieses Fleet Command einfach, um mal tiefer in das Game reinzukommen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich die ganze Zeit, obwohl ich es jetzt schon seit anderthalb Wochen spiele. Oder 2.
als ob ich immer noch im Tutorial so an der Hand geführt werde. Mach dies, mach das, mach jenes. Es wird dir, ja, was du ja, vorhin meintest, bei Raid, es wird dir alles vorgegaukelt. Also du kriegst zwar eine schöne Story unten, ich finde nur blöd, dass die Story immer nur im Per-Doom-Modus abläuft, während das Star Trek-Universum ja eher ein siezendes Universum ist. Aber okay, man ist dann halt ein Unabhängiger. Man wird nicht wertgeschätzt. Ja, genau. Mach mal eben. Ja, ich meine, wenn ein Sternflottenoffizier oder ein Tal Shiar-Offizier mit Hey Du ansprichst, das ist dann so... Kopf ab. Okay, kann ich mit leben. Wie gesagt, die Storys sind auch relativ schön ausgeschrieben. Du hast bekannte Star Trek-Fraktionen. Aber dann heißt es zum Beispiel irgendwie, der und der ist mein Feind, der hat mir das und das geklaut und bla bla bla. Und im Prinzip musst du nichts weiter machen, als am Ende der Story dann irgendwann auf Orten klicken. Und dann bist du genau da, wo du hin sollst. Und dann musst du einfach nur diesen Punkt auf der Karte anklicken und dein Schiff fliegt dahin. Die Story ist toll, aber du musst echt original nur zwei Klicks machen, um dann das Ganze mal abzuschließen. Aber es wird dann auch ziemlich unübersichtlich, weil man dann ja schon so viele Missionen hat, dass man schon gar nicht mehr weiß, wohin fliegen. Und ja. Dann wird man wieder zwischendrin geradet vom PvP technisch. Da wird dann natürlich Starborn auch die Frage sein, wie nervig ist das PvP? Und ich fand es bei Fleet Command extrem nervig. Wenn man irgendwas abbaut und man wird davon vertrieben, das hasse ich einfach. Wenn PvP negativ ist, wenn man PvP spielen muss, dann bin ich raus. Dann ist das nichts für mich. Das ist ein bisschen wie bei Sea of Thieves oder GTA Online, ja, von Leuten, ja, online geradet wirst. Das, ja, ist, wenn man das abschalten tot kann, wäre das viel besser. Ja. Ich wurde bei Starfleet Command, wie heißt das, Fleet Command jetzt noch nicht geradet, obwohl ich schon Ops Staffel oder Ops Nummer 10 gebaut habe, wo man dann schon so eine Warnung kriegt, jetzt kannst du andere Spieler angreifen, sie können aber auch dich angreifen. Ja, das habe ich absichtlich nicht gemacht, damit das eben nicht stärker passiert. Bin aber trotzdem vorher schon geradet worden, weil man beim Abbauen geradet wird. Oh, okay. Hatte ich noch nicht. Ich weiß nicht, warum. Also so nicht in der eigenen Basis, aber ja, beim, ja, Abbauen. Ja, du kannst ja. Und das nervt auch, weil, also je nachdem, weiß nicht, vielleicht wird es auch nicht mehr so aktiv gespielt von den Leuten. Keine Ahnung, wie viel da los ist, aber damals war dann noch sehr viel los in den Sektoren. Und gerade bei so wichtigen Sachen, die Lithium und so weiter, gibt es da ja auch als Rohstoffe. Da ist man dann oft geradet worden, weil das halt ein wichtiges, eine wichtige Ressource ist. Ich bin noch so in diesen Anfangssektoren, aber ich habe auch schon dieses eine Frachtschiff, was man dann bauen soll, mehrfach schon zu solchen Asteroiden-Minenfeldern geschickt und das Asteroiden-Ding hat leer abgebaut, bin zurückgeflogen und es ist irgendwie nichts passiert. Also bisher ist relativ human. Bei den, ich sage ja, kommt auf die Ressource drauf an, was du abbaust bei dem Asteroidenfeld. Momentan tatsächlich nur dieses grüne Zeug, also nicht dieses Plurastahl oder wie es heißt, sondern das grüne, ich weiß den Namen nur gerade nicht. Das eine wird einem hinterhergeworfen, da interessiert sich keiner dafür. Es wird dir alles nur bei denen, also momentan. Nee, da gibt es auch Ressourcen, die wirklich sehr schwer zu kriegen sind. Und da gibt es dann eher Kämpfe. Okay. Ja, wahrscheinlich komme ich da nochmal. Sind aber spezielle Sektoren, wo das nur vorkommt. Da habe ich dann auch gegoogelt nach den Sektoren, wo das auftritt. Und da hast du dann schon Kämpfe. Ja, okay. Guti. Egal. Back to Starborn. Fleet Command, wer das sehen möchte, könnt ihr kurz vorbeigucken. Ist ähnlich vom Spielprinzip her. Genau. Events, das ist so ein bisschen wie bei den Shuttles von Star Trek Timelines. Man klickt halt hier einfach nur Event 1, 2, 3 oder 4 und klickt rechts auf Start. Das war's. Machen wir das mal. Man kann hier nicht wirklich was zuweisen, man kann keine Boostkarten dazu geben, man kann kein Schiff oder sonst was. Es ist halt eine Zeit, die da einfach abläuft. Oben rechts ist eine ganz kleine Mini-Story mit Reports, bla 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 bla, und dann unten klickst du einfach auf Start. Oh. Man kann das wohl auch beschleunigen. Dafür gibt man dann entweder was aus. Oder man hat halt diese Ressource. Ja, wobei bei mir steht da unten dann nur mit einer Premium-Karte und die habe ich nicht. Ja, zwei Command-Cards braucht man hierfür zum Beschleunigen. So. Haben wir nicht weiter. So, dann gibt es noch Login-Rewards. So, guck mal, wir haben uns eingeloggt, da kriegen wir schon wieder Karten für hinterhergeworfen. Morgen gibt es wieder andere Karten hinterhergeworfen. Also wie gesagt, Karten sind hier das A und O. Progress Rewards habe ich jetzt nichts und Welcome Rewards. Keine Ahnung, ob ich die nochmal kriege. Ich war ja schon mal Welcome hier drin. Aber uns wurde alles weggenommen. Ja.
Die Starterkiste könnten wir wieder kriegen hier, oder? Was steht da? This feature will be displayed on the practice server. Okay, da kommt dann nochmal. Da haben wir so einen Login-Reward bekommen und dann ist er wieder vernichtet, weil sein Spielfortschritt resettet wurde. Ja, Frechheit. Ist halt der Nachteil, wenn du so eine Pre-Beta-Geschichte machst. Das ist nicht alles ganz aktiv. So, diese 1000 Karten-Dinge übereinander, da kannst du schon sehen, was man kriegt. Also, wir haben jetzt, ich habe jetzt irgendwie schon 6 Karten, 13 Commodities und 2 Cash. Also, das Zeug sammelt sich wie Sand am Meer hier auf Dauer. Guck mal, hier sind auch die Stahlkisten dann, die wir eben gesammelt haben. Mhm. Da kann man natürlich auch dieses lange Video dann mal angucken. Reveal all. Oh, guck mal, ich habe sogar 3 Karten bekommen. Karten, Anno. Noch mehr Karten. Ich will Karten! Aber bald das richtige Deck voll hier. Wahnsinn. Ich hab ein Straight Flaschen, du. Ich will sehen. So, ja, bei Store kann man sich dann ja auch, glaube ich, mit Echtgeld Booster Pack, Starter Pack und Founders Pack Sachen kaufen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, werde ich auch nicht tun. Ich weiß nicht, ob das schon aktiv ist. Schauen wir mal, ob da irgendwas passiert, ob er da in irgendeinen Shop weitergeleitet wird. Das lädt bei mir halt so lange. Wäre ein bisschen krass, weil ja das Spiel nicht mehr noch wirklich live ist. Ja, komm, und wie viele Spiele kannst du schon Geld ausgeben, die noch nicht komplett live sind? Ich sag nur Star Citizen, das wird seit 8 Jahren entwickelt. Die Leute kaufen seit 8 Jahren Schiffe und Items und keine Ahnung was und spenden beim Kickstarter-Kampagne. Ja, und das Spiel ist seit 8 Jahren in Entwicklung. Es sieht zwar auch episch geil aus inzwischen, aber richtig viel machen da drin kannst du halt auch nicht. Am geilsten ist beim Purchase Platinum steht hier Most Popular, aber es hat noch nie jemand gekauft, würde ich mal tippen, weil man kann es nicht kaufen. Lol. Ja, netter Versuch hier, Starborn. Das wird besonders gerne gekauft, nullmal. Okay, also. Sie hoffen halt darauf, dass es irgendwann soweit ist. Man sieht dabei noch nicht, ob das ein faires Bezahlmodell ist oder nicht. Nee. Wird sich dann noch weisen. Genau. Ja, mit den oberen Menüs sind wir dann eigentlich soweit durch. Was ich fair finde, oben rechts ist tatsächlich mal eine echte Uhrzeit. Damit man hier nicht irgendwie die ganze Zeit vielleicht das Spiel im Hintergrund laufen lässt und hofft, so, jetzt noch 3 Stunden hier das Spiel im Standmenü laufen lassen, dann ist mein Bau fertig, dann kann ich hier weiterklicken. So. Oh, hier habe ich Porträts. Entschuldigung, dass ich die unterbreche, war. Macht nix. Offensichtlich kann man hier Porträts kaufen und dann auch den Background ändern. Okay. Wo auch immer dann der Background sich ändert. Vom ganzen Menü vielleicht? Interessant. Ja, für nur 15 Euro kriegen sie ein Background, mit dem sie auch erkennen, was sie hier tun. ja. Und Factions, okay, da ist schon der Preis. Für 10 Euro kann man irgendeine Faction da freischalten. Okay. So, was wolltest du sagen? Oben rechts ist eine Übersicht, die ich komplett ignoriert habe, die ganzen Tage über, weil sie mich nie ganz betroffen haben. Ich habe zwar gesehen, okay, ich habe so und so viele Frachter und kann so und so viel auch besitzen als Frachter oder bauen nachträglich, aber alles andere hier mit Infrastrukturpunkten und Augmentpunkten und mit Platinum und Credits und Covered Operations Missions und sowas, hat mich null berührt in der Woche, wo ich es gespielt habe. Oh, Tito. Da bin ich komplett raus. Haben wir noch eine Frame-Anzeige, die momentan irgendwo zwischen 50 und 30 immer wieder hin und her schwankt hier. Ach, damit kann man hier Stations und Pins ein- und ausfahren, wenn es an dem Weg ist. Ja, dann haben wir unten links den Chat-Bereich mit Global Chat, Support Chat, Volvorik Privatchat und Landratten Allianz-Chat. Kann man halt hier noch so ausklappen und wieder zusammenfahren. Das ist ganz praktisch, weil sonst nervt es zu stark, ja, wenn da zu viel ausgeklappt ist. Ich glaube nur, dass man die Flotten nicht wirklich einfahren kann, oder? Nee, das kannst du nicht. Also du kannst zwar unten, gibt so durchschaltbare Buttons, da passiert bei mir aber nichts, diese Pfeile links, rechts, orange. Ich nehme an, da kommen später mehr Auswahlsachen noch hinzu.
weiß ich ja jetzt noch nicht. Und dann haben wir halt die Auswahl zwischen Fleet, Hangar, also was steht an Flotten in deiner Hauptbase gerade rum. Außenposten habe ich halt derzeit noch nicht. Karten, da kannst du wahrscheinlich, genau, du kannst jetzt hier auch nochmal Assign Card, Karten der Station zuweisen, für die habe ich nichts. Die habe ich nichts und da, oh, da können wir auch noch was einweisen. Da machen wir hier minus 20% Time Cost. Ja, hier, YOLO, her damit. So. Ne, ja, das ist immer praktisch. Minus Zeit. Flotten. Zeit ist Geld. Zack, so, da habe ich auch mal einen Bauauftrag da umgange. Joa. Tactics. Bei Tactics kannst du die Flotte einstellen. Wie soll die Flugtaktik dieser Flotte sein, weil du offensichtlich später auch das so hast, dass bestimmte Schiffstypen mit bestimmten Waffen aus einem bestimmten Manöver heraus gute Taktiken sind, während zum Beispiel, also ich nehme an, die Taktik ganz rechts heißt zu flankieren. Du flankierst einen Gegner komplett von der Seite. Wenn du dann richtig gut in Frontwaffen bist, bringt die dir dann natürlich mehr, als wenn du die Gegner ständig am Umkreisen bist, weil dann hast du sie in 50% dieses ganzen Angriffs ja auch hinter dir und hast du hinten keine Waffen. Das heißt, du musst da irgendwie so ein bisschen rumspielen mit was du willst. Und Turtling ist, glaube ich, also mit Panzer, diese Römer-Taktik, dieses, also wenn sie sich an ihre Schilder einpacken. Ja. Dieses, ich nehme an, das hat irgendwas damit defensiv zu tun. Weil, genau, so defensives Spielen. Da wird ja auch so zwei Linien angezeigt, die wie so Schilde wirken. Ist wahrscheinlich eng beieinander und keine Angriffsfläche bieten oder sowas. Kann ich mir jetzt vorstellen. Ja, genau wie bei 300. Geht natürlich auch. Jo, ansonsten denke ich, sind wir durch. Ja. Shipyard und, also in Shipyard brauchst du halt nur deine Schiffe und in Buildings brauchst du halt deine unterschiedlichsten Module für deine Sternbasis. Wie gesagt, einen Planeten hat man nicht, also es ist nicht wie bei Stellaris, dass du mit einem Heimatplaneten startest, sondern startest. Fehlt mir ein bisschen. Ja, mir auch, weil es ist ein bisschen unlogisch, dass wir alle auf einer Raumstation starten, aber Herrgott. Ja. Entwicklerentscheidung. Ja. Ich habe auch noch nicht festgestellt, dass man hier später selbst. Es gibt ja Planeten hier auf der Karte. Ja. Manche haben ja auch direkt schon. Ah, guck mal, hier direkt neben mir hat schon jemand eine riesengroß ausgebaute Sternbasis. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Mit so Containern und Greifarmen und. Okay. Der ist schon gut dabei. Der Stasi Uvo. Schön. Die Stasi ist gut dabei, Leute. Haben wir das auch noch. Dann haben wir das auch mal geklärt. So, wunderbar. Jo. Abschließend würde ich sagen, halten wir nochmal fest, also wir haben es ja schon so ein bisschen durchklicken lassen aus meiner Sicht. Ich würde derzeit noch warten, das Spiel richtig aktiv zu spielen, für mich. Ich hatte es ja vor als Community und Let's Play Spiel, aber dafür finde ich es noch zu unübersichtlich und mir fehlen einige Sachen. Generell wollten wir es euch aber mal zeigen, weil vielleicht geht es ja auch an vielen sonst vorbei, weil so ein aktives, großes Marketing um das Spiel habe ich noch nicht entdeckt. Außer witzige YouTube-Videos von denen. Außer witzige YouTube-Videos auf deren Kanal und eben halt dieses eine Vorstellungsvideo von einem, ich glaube, britischen YouTuber, der das Spiel mal vorgestellt hat. Ansonsten habe ich auch bei GameStar und Co. noch nie etwas von diesem Spiel mitbekommen. Obwohl es ja auch schon länger in Entwicklung ist. Ein bisschen gegoogelt danach, also so ein paar Webseiten haben schon aufgegriffen, 4Players zum Beispiel, also hergezeigt, so einen kleinen Test gemacht. Mhm. Ja. Jo. Achso, und ich dachte eigentlich, es würde helfen, weil wie gesagt, es gab letztes Jahr diese Closed Beta. Die hilft insofern nicht, weil das gesamte Interface, so wie es jetzt hier ist, sah damals komplett anders aus. Mhm. Das heißt, es wird vielleicht, man weiß vielleicht, okay, das und das brauche ich, um das und das Gebäude zu bauen. Aber mittlerweile sieht halt alles anders aus. Also, ob die dann wirklich noch weiterhelfen, diese Tutorials von 2019 da, weiß nicht. Jo.
dein Fazit? Was ich ganz cool finde, ist, dass wir jetzt schon ein Video machen, weil, wenn sich das Spiel dann nochmal ändert, dann finde ich es auch mal interessant, wieder zurückzuschauen und so ein bisschen die Historie vom Spiel zu sehen, dass man es halt von Beginn an begleitet hat und es sich dann halt verändert und man schon ein bisschen die Veränderungen absehen kann. Das ist immer ganz cool, wenn man dafür ein Video gemacht hat, dass man das dann besser rückverfolgen kann. Vom Fazit her finde ich es bisher eher unterwältigend, weil halt sehr viel man nicht weiß, was genau da gerade passiert und das Interface halt einfach noch nicht ausgereift ist. No. Kann durchaus sein, wenn dann eine deutsche Sprache dazukommt, dass es dann nochmal cooler und intuitiver wird. Also das wäre ganz toll, wenn sie daran noch arbeiten würden. Mhm. Mein Englisch ist jetzt nicht so schlecht, aber gerade diese ganzen Spezialausdrücke hier. nee. Also da wäre schon eine deutsche Synchro besser. Ja. Und natürlich auch ein bisschen ein mehr zurechtfinden in den Menüs. Ja, die sind sehr verschachtelt miteinander. Ja. Was mir eben auch so, also generell beim Klicken durch die Menüs auch so auffällt, mir fehlt so ein bisschen das Feedback, weil du hast nicht unbedingt für jeden Klick, den du hier tust, irgendeine Art von Geräusch. Also du hast nicht immer so ein Interface-Geräusch, so ein Klick oder Piep oder sonst was. Du klickst quasi durch so eine soundleere Kulisse und das finde ich auch immer. Doch, ich habe das schon. Okay. Du müsstest vielleicht nochmal auf deinen Sound schauen, aber bei mir schon. Wenn ich wo draufklicke, dann tönt doch ein Plump. Das stimmt. Aber so, hier falsch, ist so. Falschwahrheiten da verbreiten, Anno. Was ist denn da los? Komisch. Ich hatte das irgendwie gerade die ganze Zeit. Oder das liegt daran, weil wir so viel geredet haben, dass ich das gar nicht so aktiv mitbekommen habe. Jetzt kommen die Ausreden. Ja. Guti. Genau. Das und an sich, wenn ihr was Vergleichbares sucht, dann schaut euch mal Star Trek Fleet Command an. Wie gesagt, ich habe das mal hergezeigt auf dem Kanal. Ein paar Folgen, was man da erwarten kann. Das ist so ähnlich vom Spielprinzip her. Auch free to play fürs Handy. Mhm. Und ansonsten, ja, man kann auch sagen, Stellaris ist ähnlich. Stellaris ist aber halt kein Browser-Game und hat nichts mit Echtzeit zu tun. Und es ist halt um einiges umfangreicher, auch schwer zu vergleichen. Das ist schon einige Jahre jetzt draußen und Starborn ist halt ganz frisch und neu draußen. Und das soll ja halt auch ein bisschen was anderes sein. Es soll halt mehr so ein MMORPG sein, wo man wirklich mit der Flotte gemeinsame Sachen machen kann. So wie der Anno schon gesagt hat, einer spezialisiert sich auf das und der andere auf das. Mal gucken, was noch alles eingebaut wird. Wie erfolgreich das Spiel ist, weil gerade solche Spiele werden wahrscheinlich stehen und fallen damit, ob es die Leute auch spielen. Das wird sicher interessant sein zum Verfolgen. Genau. Mal gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt, ob ihr es schon ausprobiert habt, ob ihr es ausprobieren werdet und ob wir irgendwas nicht beleuchtet haben, was ihr sagt, hey, das ist richtig cool, schaut euch das an, dann gerne in die Kommentare. Habt ihr mir nicht die Kommentare? Ja, von meiner Seite wäre es das. Okay. Dann haben wir euch mal einen Einblick gegeben in das Starborn vom isländischen Entwickler Solid Clouds. Aktuell in einer sehr frühen Version. Mhm. Das mal zu beachten. Genau. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Einblick, so auch was hinter den Kulissen bei uns manchmal so abgeht. Wir reden ja über viele Spiele mal, die wir mal spielen wollen oder was für Projektvorhaben man so hat. Und jetzt haben wir es halt mal so in den Vordergrund gezogen, obwohl es gar nicht mehr das war, was wir dann am Ende daraus machen wollten. Aber dazu ist das Genre mit Aufbaustrategie und Science-Fiction, Space-Kram schon so ein bisschen zu dem passt, was wir generell schon viel Let's Playen. Mhm. Haben wir gedacht, wir können es ja zumindest mal zeigen für diejenigen, die es so gar nicht auf dem Schirm hatten vielleicht. Passt gut in unser Portfolio rein. Genau. Guti, dann würde ich sagen,
liebe Freunde, wir sehen uns in anderen Projekten demnächst wieder. Mhm. Und das ist eine Warnung. Das ist wie bei der Deutschen Bahn, wenn sie kurz vor der Abfahrt noch sagen, zurückbleiben bitte. Das ist kein Hinweis, das ist eine Warnung. Bleibt zurück. Echt? Sagen Sie das? Sagen Sie es bei euch nicht? Nee, wir haben ja auch keine Deutsche Bahn. Achso, ich dachte, das wäre in Österreich, würden Sie es auch sagen. Also bei uns, wenn die Türen schließen, okay. Also ganz früher haben sie zumindest, kenne ich so von Hamburg noch, weil sie da manuell die Durchsagen machen, haben sie eben gesagt, zurückbleiben, bitte die Türen schließen jetzt oder ja, so. Ja, genau, das haben wir auch. Das war dann der Moment, wo auch die letzten Leute dann angefangen haben, so Scary Jumps zu machen, so, oh Gott, ich muss jetzt rein. Und dass wir denen die Türen schließen, jetzt haben sie dann irgendwann mal weggelassen, dann haben sie einfach nur gesagt, zurückbleiben, bitte. Letzte Warnung, dann kommt doch so ein roter Alarm-Sound. Genau. Mittlerweile okay. Sehe ich es eher so, das Zurückbleiben, bitte, das ist einfach kein netter Hinweis, es ist einfach eine Warnung, steigt da bloß nicht ein. Sie werden zerfetzt. Wobei jetzt wahrscheinlich eher Abstand halten. Sie werden nie ankommen. Bleiben zurückbleiben und zurück. Abstand halten. Jo. Gudi. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. An den anderen fürs Dabeisein. Jo, gerne. An euch natürlich auch fürs Zuschauen und für die fleißigen Kommentare. Zwinker. Zwinker, zwinker. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss.